Ich denke, ich kann von mir behaupten, dass ich ein guter Lehrling war. Aber auch als guter Lehrling macht man mal ein paar, naja, verbockt man mal ein bisschen was. Und das Ding gehört dazu. Hier zum Beispiel da der Hobelschlag, den habe ich drin gelassen, beziehungsweise ich habe es einfach nicht gemerkt. Das war wirklich, wirklich schlecht, was ich da gemacht habe. Und dann den überschüssigen Leim, der hier aus der Fuge rausgekommen ist, die auch aufgegangen ist. Den habe ich da gelassen, beziehungsweise nur ganz leicht drüber geschliffen und dann übergeölt. Und das ist halt wirklich mehr als falsch. Meine Fresse, sieht das räudig aus. Das Ätzendste an dem ganzen Ding sind aber diese Schubkästen. Das ist wirklich räudig. Die habe ich einfach aus 3 Schichtplatten zusammengesteckt. Und immer, wenn ich sie wieder reinstecken möchte, klemmt alles. Das ist jetzt schon 10 Jahre alt tatsächlich. 10 Jahre. Und ich habe niemals diese Schubkästen oder die Klappen, die ich da eigentlich einbauen wollte, gebaut. Und das mache ich jetzt. Abgesehen davon, dass das hier hinten drin auch eher so, naja, sagen wir mal, die Notlösung war. Da habe ich die Kiste ein Stück kürzer gemacht, weil hinten dran die ganzen Kabel liegen. Irgendwo müssen sie hin. Da sind sie eigentlich ganz gut aufgehoben. Wie ich das jetzt mit den neuen Türen, die ich hier einbauen möchte, machen werde, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich wird es einfach eine Wand geben, die ich jetzt dann davor stelle. Mal gucken. Fangen wir also richtig an. Erster Schritt, Maß nehmen. Breite, Höhe, Tiefe. Neben den Maßen brauche ich natürlich auch eine Idee, was ich machen möchte. Dafür schnappe ich mir mein Tablet, mache ein Bild davon und male mal eine grobe Skizze drauf, was ich mir vorstellen könnte. Die Idee für diese Türen habe ich mal irgendwo im Internet gesehen oder es war ein besonders guter Traum, aber wahrscheinlich war es eher Pinterest. Der Grundgedanke für diese Öffnungsverschlüsse ist, auf ein Stück Filz Holzteile drauf zu kleben, die mit 45 Grad angeschnitten sind, sodass man sie dann aneinander klappen kann. Dass dieser ganze Rollladen nicht wieder einfach rausfällt, braucht er natürlich irgendeinen Halt. Dafür nehme ich Magnete, das heißt jede Leiste, beziehungsweise wahrscheinlich jede zweite Leiste, kriegt einen 15 mm Magneten dran, der dann entweder an einer Stahlleiste oder an einer Holzleiste mit weiteren eingelassenen Magneten dann seinen Halt findet. Hier sieht man vielleicht genauer, was ich meine. Ich habe alle meine 45 Grad Teile auf einem Stück Filz, hier in Rot gekennzeichnet, und darin dann eingelassen dann Magnete. Vielleicht ist der Magnet aber auch hier in dieser Ebene, also in der Filzebene. Und hier ist ein Metallwinkel bzw. eine Holzleiste, in der auch wieder ein Magnet drin ist, sodass diese Elemente ineinander schnappen können. Ich habe einfach meinen ersten Prototypen aus Fichteleisten und einem Filz gebaut, den wir bei uns zu Hause nutzen, um den Fußboden vor kratzenden Stuhlbeinen zu schützen. In den endgültigen Türen werde ich die Bretter sicherlich draufkleben, weil ich hinten natürlich keine Klammern haben möchte, so wie in diesem Beispiel. Mit ein paar Maßen und einem Taschenrechner berechne ich mir zuerst die Diagonale. Achtung, diese Diagonale beachtet Luft außen herum. Das heißt, ich habe rechts, links, oben und unten jeweils 3 mm Luft gewählt. Ungerade Zahlen finde ich grundsätzlich cool, also habe ich mir gedacht, 81, da passt ja die 9 gar nicht schlecht, also einfach mal durch 9 geteilt. Nach der ersten Einteilung ist mir allerdings aufgefallen, dass diese Ecken hier saudoof aussehen. Deshalb fange ich in den kleinen Ecken mit jeweils der Hälfte an und teile danach dann zwischendurch ganz normal wieder weiter ein. Während des Zeichenprozesses ist mir auch aufgefallen, dass noch eine Sache wichtig zu beachten ist. Und zwar, dass ich, wenn ich die Teile auf den Filz aufbringe, zwischendrin etwas Luft lassen muss, wenn ich nicht die Spitzen direkt spitz aufeinander laufen lassen möchte. Deshalb setze ich alle Eichenteile um 1,5 mm ab, habe dann zwischen den Eichenteilen jeweils 3 mm Luft und kann dann hier Spitze auf Spitze landen und eliminiere dabei die Gefahr, dass die Kante der Eicheteile ausbricht. Ich habe hier Mordshall auf jeden Fall. Nee, das ganze Material für das Werkstück schon bei meinem Vater in der Firma abgerichtet und gehobelt und gesägt, wie auch immer. Ich muss jetzt noch die ganzen Längsschnitte, Querschnitte und so weiter, vor allem die Fasen und Kanten dran machen. Das habe ich natürlich noch nicht getan. Aber ich habe noch einen Anschlag auf euch vor. Und zwar, ich fände es fantastisch, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet und die Glocke drückt und das macht, was ich das letzte Mal von euch nicht bekommen habe. Ich würde nämlich gerne mal ein FAQ-Video wieder machen. Ich habe das schon seit 1,5 Jahren oder so nicht mehr gemacht. Schreibt mir deswegen gerne einen Kommentar und lasst mir eine Frage da, was ihr schon immer mal über mich wissen wolltet, beziehungsweise über meine Werkstücke oder was auch sonst mal wissen wolltet. Ich werde es beantworten, auf jeden Fall. Ich freue mich, bis dann. Wir legen jetzt los und zwar mit Sägeblatt. Was Sägeblatt? Ja, Sägeblattwechsel natürlich. Ich habe zwar noch eine Menge Längsschnitte zu machen, ich muss ja an jedes Holz eine 45-Grad-Kante dran schneiden, aber ich kümmere mich erst um die Querschnitte. Das heißt, ich schneide die Länge ab und füge gleichzeitig die 45-Grad-Kante an. Dafür nehme ich natürlich auch ein Querschnittblatt. Der größte auffallende Unterschied ist die Anzahl der Zähne. Dieses hat hier auf jeden Fall mehr Blätter, ist dadurch auch feiner. Dieses hier hat weniger, aber es geht vor allem um die Zahnform. Das Längsschnittblatt hat hinten dran noch diesen Spanausnehmer. Der zieht quasi die Späne, die schon geschnitten wurden, aus dem Werkstück hinaus.
Das Querschnittblatt hingegen hat durch seine höhere Anzahl an Zähnen, durch seine andere Zahnform, einen viel feineren und sauberen Schnitt am Hirnholz. Und wenn ich die Hölzer zuerst auf Länge schneide, ist dieses Blatt natürlich am sinnvollsten. Bei Tischkreissägen oder Sägeblättern im Allgemeinen kann man sich merken, dass die Schraube immer entgegen der gewohnten Richtung aufgeht. Der Merkspruch, den jeder in der Ausbildung beigebracht bekommt, ist: So wie ich laufe, gehe ich auf. Die Hölzer sind jetzt grob abgelenkt, und zwar ungefähr 2 cm länger, als ich sie im Endeffekt brauchen werde. Der nächste Schritt ist jetzt, den Absatz von 1,5 mm dran zu schleifen oder zu hobeln. Das muss ich ausprobieren, was am besten geht. Und dann im Anschluss die einzelnen Maße, zum Beispiel das lange Maß von 39,941 oder sowas, das ist also wirklich ganz exakt, anzutragen und dann abzuschneiden und natürlich dann auf der zweiten Seite auch noch die 1,5 mm Absatz anzuschleifen. Da muss ich aufpassen, meine fixen Maße sind auf die endgültige Kante bezogen. Das heißt, beim Maß antragen muss ich 1,5 mm mehr antragen, bevor ich sie dann wieder wegschleife, um auf mein endgültiges Maß zu kommen. Ich hatte mich direkt dazu entschieden, keinen Anschlag auf meine Erika drauf zu bauen oder irgendwas zu konstruieren, dass alle Hölzer gleich werden, sondern habe mir gedacht, ich klebe alles auf eine Holzplatte drauf und schleife das Hirnholz und die Kante dann vor Ort an, um danach dann die Muffelschiene draufzulegen und mit der KSS 400 dann den Schnitt zu machen. Das Besondere an dieser Muffelsäge ist nämlich, dass man sie auf eine Kappschiene setzen kann, um beliebige Abschnitte und Winkelschnitte super zügig zu machen. Vor allem, wenn man Häuser verschalt oder Terrassen baut, ist dieses Ding fast unverzichtbar. Das Allerbeste an dieser Maschine ist, dass das Sägeblatt immer auf dem Nullpunkt schwenkt. Bei anderen Sägen wandert das Sägeblatt nämlich immer weiter in Richtung Maschinentisch, wenn man die Säge kippt. Nicht so bei der KSS 400, die kippt an ihrem Nullpunkt entlang. Das Interessante an diesen Paneelen ist, dass man an jedem Schnitt auf irgendwas achten muss. Diese Kante hier oben musste ich dann erstmal noch zurechnen, bevor ich sie dann wieder weggeschliffen habe, dass ich im Endeffekt aufs passende Maß komme. Den Längsschnitten schneide ich auf der einen Seite die 45 Grad an und muss dann meinen Anschlag anpassen, weil der Anschlag einen leichten Absatz drin hat, der das Ganze um wahrscheinlich 2 Zehntel verschieben würde. Deshalb arbeitet man bei solchen Werkstücken immer mit einem Probestück bzw. mit einem Teststück und misst jedes besser 3-mal. Die ersten 3 Hölzer von jeder Seite gesehen entpuppen sich als am aufwendigsten. Das liegt daran, dass ich da nicht einfach oben entlang schneiden kann und unten entlang schneiden kann und es passt. Ich muss auch noch diese Seiten hier anpassen und dafür brauche ich die perfekte Breite. Um alle Teile auszurichten, lege ich ein Holz auf, richte es perfekt aus und spanne es fest, schnappe mir dann diese 2 Aluwinkel hier, die zusammen exakt 3 mm haben, lege die dazwischen und schiebe immer das nächste Holzstück ran, um danach dann zu kontrollieren, ob ich in der perfekten Breite bin, bevor ich dann meine Abschnittkante oben drauf antrage und das dann an der Erika schneide. Egal wie viel ihr schleift, vor allem wenn ihr per Hand schleift und keine Absaugung habt, dann nehmt auf jeden Fall einen Mundschutz. Das ist der Hammer, was da für einen Dreck bei rumkommt und was man da schnell für Atemprobleme bekommen kann. Außerdem, Hartholzstaub ist krebserregend. Alle Seiten der Paneele, bis natürlich auf die Unterseite, sind jetzt geschliffen und werden als nächstes abgesaugt. Aus demselben Grund, weshalb ich euch gerade eben gesagt habe, tragt einen Mundschutz. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Raum wieder vollnebeln. Fertig abgestaubt schnappe ich mir Pinsel, Hartholzöl, einen Lappen und kleine Leisten. Die kleinen Leisten sind die Abschnitte von meinen Fasen und werden dazu genutzt, dass ich die Paneele nicht platt auf den Tisch legen muss, sondern mit einem leichten Abstand arbeiten kann. Ich kann es nämlich ganz sicher nicht vollständig vermeiden, dass irgendwas an Öl auf die andere Seite kommt und das soll natürlich auch wegtrocknen. So, dann wollen wir mal Holz und Filz zusammenbringen. Das wird kompliziert. Ich habe jetzt zwischen meinen Holzteilen diese Rillen, diese 3 mm Rillen.
Und die sollen frei von dem Kleber bleiben, den ich ja brauche, um die Holzteile draufzukleben auf den Filz. Das heißt, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als eine Menge Klebeband zu nutzen und mir auch 3 mm breites Klebeband zu schneiden. Das wird saudoof. Ich klebe mir also zuerst meinen äußeren Rahmen ab, schnapp mir dann dieses Holzteil, das in der Ecke anliegt, nehme mir wieder meinen tollen Aluwinkel dazu und lege Stück für Stück meine Paneele hier an. Ihr müsst von mir denken, ich wäre geschubst. Meine Fresse. Diese Kiste hier hat mehrere Gründe. Zum einen kann ich hier oben dann einfach den Rest vom Filz vor dem Kleber schützen. Und zum anderen, dadurch, dass ich hier oben so hohe Ränder habe, sprüht mir nichts hier auf meine 45-Grad-Kanten drauf, die ja im Endeffekt sichtbar sein werden. Geil! Die Zuckerwatte. Spider-Man, Spider-Man. Ich habe ein Problem, und zwar mit diesen Magneten. Die sind zu stark und zu glatt. Ich habe die nämlich versucht, mit Pattex in diese Löcher, die ich mit einer Gardinenstange, die ich angespitzt habe, ausgeschnitten habe, reinzukleben. Das Problem ist, die sind zu glatt und selbst nachdem ich sie angeschliffen habe, lösen sie sich einfach wieder, weil Magnet an Magnet kacke. Das heißt, ich habe mir jetzt umdisponiert und zwar auf Magnete mit einer Senkkopfbohrung, sodass ich dann Schrauben reinsetzen kann und auf Stahlwinkel, sodass ich nicht Magnet an Magnet habe, weil anscheinend reißt da alles raus und ich kriege vielleicht auch die Tür nie wieder auf und das wollen wir ja nicht. Deshalb werde ich in den nächsten Schritten meine Schrauben vorbohren, den Magneten reinsetzen, die Schraube reindrehen, die Metallwinkel abschneiden, auch dort ein paar gesenkte Löcher rein. Einbohren, dass ich es dann an meinem Fernsehmöbel befestigen kann. Und dann, ja, dann baue ich das Ding hoffentlich auch endlich jetzt ein. Scharfe Metallbohrer sind in diesem Haus keine Stärke. Es ist soweit. Oh nee, oh nein. Weil es ein bisschen friemlich ist, dieses Holzpanel hier aus der Ecke rauszupulen, werde ich jetzt dann noch zwei Teile dran machen. Und zwar diese Dinge hier. Das ist einfach ein Lederrest, in den ich da eine Eingriffsschlaufe reingeschnitten habe und hier eine Öse reingesetzt habe, die ich verpresst habe. So, und jetzt zum spannendsten Moment vom ganzen Video.
Bin ich zufrieden damit? Ja, auf jeden Fall. Ist richtig geil geworden. Ich habe jetzt mal zwei verschiedene Arten ausprobiert, wie ich meine Blu-Rays und meine Spiele da drüben einsortiere. Das Problem ist, die Blu-Rays sind gerade so hoch, dass ich sie übereinander stapeln könnte und dann nur noch einen 6mm Boden reinbekomme. Bisschen räudig. Eigentlich wollte ich irgendwie eine 19er Platte oder sowas reinsetzen, dass es auf gar keinen Fall durchhängt. Das wird sich aber noch zeigen. Schauen wir mal. Bei den Spielen ist gar nicht so schlimm. Da sind alte Spiele dabei, die ich schon ewig nicht mehr gespielt habe und auch dafür, glaube ich, gar keine Konsole teilweise mehr habe. Mein absolutes Lieblingsspiel? Das hier. Herrscher des Olymp, Zeus. Einfach geil. Ich glaube, in dem Spiel, neben Trackmania United, habe ich die meisten Spielstunden überhaupt. Sogar mehr als in Breath of the Wild. Und hier drüben habe ich mal als Gimmick Paul hingestellt, ne? Ihr wisst schon warum. Ansonsten habe ich mal den ganzen Schmuh, der richtig räudig ist, den ich gekauft habe, hinten dran gestellt. Brauchen wir gar nicht drüber weiterreden. Jeder hat seine Leichen im Keller. Mich würde es freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und zwar, ich habe noch gar keine Ahnung, was ich mache. Also dann, bis dahin, halt die Ohren steif und tüdelü. Lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und ein Abo und die Glocke.